Wirklich so. Weißt du, ob es funktioniert hat? Ich lasse was. Versuche, wenn die Federmähne kommt. Ja, ich mache jetzt Kurs und Kacken drauf. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute sind wir in Forza Horizon 4 in der Lego-Welt. Wir hören im Hintergrund dann Kai oder wer auch immer das gerade war. Das ist Niklas, du Lutscher. Das ist Niklas, oh. Ja, den Niklas, den hören wir heute nicht, weil der hat Probleme mit seiner Party, aber er gibt gerade so komische Vogelgeräusche von sich. Ich glaube, er gebärt gerade ein Kind. Und, ja. Also, was ist neu, würde ich mal so sagen. Man kann hier mit seinen normalen Autos drinne fahren. Du kannst hier... okay. Du kannst hier so Sachen umfahren. Das konntest du davor auch schon. Du kannst jetzt Lego-Steine sammeln, mit denen du dann ein Häuschen zusammenbaust. Und wenn du dann, sage ich mal, du hast noch nicht alle, was weiß ich, 2000 Lego-Steine gefühlt, brauchst du, sage ich mal, erstmal die Grundfassade deines Häuschens. Die Karte sieht wie folgt aus. Ja, hängt ein bisschen, ne? Ja, Blitzer halt. So ein paar Dinger zum Kaputtfahren. Karte eben. Die Arena müssen wir unbedingt noch mal besuchen. Genau, Leon. Ich will dir alles gut erklären, ja. Ja, muss ja. Hier, wenn du jetzt diesen komischen Dingern fahrt, dann kriegt ihr wieder Rennen, mit denen ich bestimmt... Oh, nee, Alter, was macht ihr denn da? Das ist voll lustig. Der eine macht ganz halt... Und ich... Stumpf. So. Hier kriegt man Steine für... was muss man drücken? Drücke, um. Genau, und das hier ist so eine Art, sage ich mal, Menüfeld. Da könnt ihr, das sind verschiedene Herausforderungen. Für jede Herausforderung, wie ihr seht, kriegt ihr immer 40 mal 20 mal 20 Steine, 20, 20, 40. Kriegt ihr immer verschiedene Steine. Hier kriegt man sogar noch 10, 10, 10. Und mit den Steinen könnt ihr euer Haus aufbauen. Das heißt, wir sagen, ich möchte mal so eine easy. Digga, alles gut bei dir? Easy Oscar, führe 3 ultimative Sprung im Mini Cooper innerhalb von einer Minute aus. Finde das Stadtzentrum in der Mitte der Brinkchester. Ja, bin ich mal an. Jungs, Stadtzentrum. Was ist das Stadtzentrum? Ich glaube, das ist hier. Ich glaube, ich bin ja schon fast. Ich glaube, ich muss ein bisschen geradeaus fahren. Ich habe deine Route zur VZ-Town Live-Veranstaltung aktualisiert. Machen wir da mal hin. Ja, perfekt. Perfekt. Guckt euch das an. Sag mal. Herausforderung abgeschlossen. Und jetzt steht da. Kriegen wir 10 Bricks dazu, die wir dann von zu Hause verwenden können. Und so geht das immer so weiter mit den Sachen. Ah. Okay, mir wurde jetzt gerade gesagt, dass es gibt am Straßen. Ja, was ist? Hey, was wurde bei gesagt? 100 Meter links abbiegen. Du musst in die Mitte der Stadt fahren, dann werden solche Steine freigeschaltet. Also, wenn ihr das gemacht habt, was ich gerade gemacht habe, diese Mitte da, sag ich mal, erforscht, dann könnt ihr so lilane Steine am Straßenrand finden. Die sind meistens in... Ohne Steine, genau. Dankeschön. Die sind am Straßenrand und die sind meist nicht einzeln. Das heißt, die sind mal zu dritt, zu viert, mal zu fünf und die sind immer in so einer Reihe. Und wenn ihr die einsammelt und ihr sammelt alle 500 Steine ein. Haha, St. Generäle. Okay, lass mich erstmal zu Ende erklären. Und ihr könnt mit, wenn ihr alle 500, also es gibt insgesamt 500 Steine und wenn ihr alle 500 habt, kriegt ihr die 200 Steine für euer Haus, quasi. Das ist quasi so eine Art Endresultat, um euer Haus fertigzustellen. Und was mir auch gerade noch gesagt wurde, dass am... Ich bleib doch stehen, Alter, was willst du? Ja, warte. Ja. Also, und an der Landebahn, soweit ich weiß, wurde mir jetzt auch
wurde uns auch erzählt. Jetzt im Moment, weil der eine, wie gesagt, den kann man nicht hören in der Party. Weil der hat da seine technischen Probleme mit. Hallo. Ja, ich gucke. Hey, ich bin Mitte der Straße, also in diesem Wohngebiet. Ja. Hey Leon, guck mal bitte, ob das jetzt richtig ist, wo ich hier bin. Warte. Wow, also, es gibt dann, gibt es ein Flugfeld oder was meinst du mit Landebahn? Es gibt ein Flugfeld, okay, können wir da mal hinfahren? Kai, warte. Kai. Ja, das ist richtig da. Du musst da genau in die Mitte reinfahren irgendwie. Dann kriegst du irgendwie, keine Ahnung, so eine Herausforderungsfenster. Also genau. Und es gibt eine Landebahn in dem Spiel. Am Ende der langen Landebahn wurde gerade erzählt, das wollte ich gerade die ganze Zeit sagen, aber das musst du uns was erzählen. Gibt es 20 Steine auf einmal und da fahren wir jetzt erstmal hin, weil ich habe bis jetzt auch noch keinen einzigen Stein eingesammelt. Ja? Sag. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. An der Pyramidenform. Und eins ist gestartet! Dreieckig aufgestellt wie beim Kegeln. Hä? Wo stehen nicht, die? Nicht sagen, was redest du? Wir sind keine. Ja, warte! Wie die aussehen, wie die aussehen. Werden die bei mir nicht angezeigt? Er zählt hier einen auf und ich sehe hier gar nichts. Ja, ich sehe nichts. Bei mir sind sie nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir im Multiplayer sind oder irgendwas. Und wenn, dass du wegfahren musst und ich hinfahre. Oh mein Gott, dieses Flugzeug kenne ich. Das kenne ich so hart, das kenne ich irgendwo her. Ich habe auch so ein großes, ich habe so ein grünes Cargo-Flugzeug von Lego, ne? So, aber das ist hier nicht hart. Hey, muss man irgendwie reinspringen oder was muss man machen? Nein, einfach langfahren. Vielleicht bist du ja schon langgefahren. Also ich fahre im Kreis, aber... Hast du vielleicht von jedem Rennen eine Sache gemacht oder... Metern hast du dein Ziel erreicht. Aber hast du jede Disziplin? Bist du die einmal gefahren oder bist du gleich reingesprungen in die Scheiße hier? Ich? Sofort. Was heißt man? Ja. Ja, dann kann es sein, dass ich vielleicht auch ein paar Rennen fahren muss. Ja, weil... In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Warte mal. Wie Hausarbeitern? Ja, habe ich nicht. Also, ich glaube, es liegt daran, dass wir die erste Hauserweiterung brauchen. Ja, toll. Schön, dass ich das jetzt auch weiß. Ja, ich habe kein kleines Häuschen da. Ah, ich kann jetzt mein Haus bauen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut. In 100 Metern hast du dein Ziel ab 9 Minuten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dann ein bisschen... Also mein Haus habe ich jetzt gebaut. Also kann ich jetzt bauen, wenn ich jetzt will. Vielen Dank für hey, ich bin wieder da und ich habe einen Gast dabei. So Leute, wir sind wieder zurück. Kennt ihr bereits? Ich bin jetzt soweit. Danke Mr. Jam, es ist schön hier zu sein. Bauen kann. Hey, ich tweete unser Interview live. Ist das okay? Ja, tag mich, aber sag, was machst und du hier bei Horizon? Ich stelle die besten 10 Autoerlebnisse in Videospielen auf mit echten Autos. Oh, cool. Auf den besten Trinken. Und halt die Fresse, genau. Ich hab keinen Bock zu fahren. Blitzreise. Schnell. Stimmt, Blitzreise, Schnellreise, ich verwechsel ich so ein bisschen, weil ich hab wieder zu viel The Crew 2 gespielt, ne? Hattest du das Spiel auch oder wer war das noch? Da
damit ich jetzt die Aufnahme fertig mache und das heute nochmal hochladen kann. So. Ein Insta-Namen in der Beschreibung. Eieiei, Alter. Die Arme. Verlink dich auf Twitch. Verlink dich auf Twitch. Einfach just. Oh, nee. Daher bekommst du mit jeder Erweiterung deines Hauses zusätzliche Belohnungen. Ihr macht doch gerade selber für euch Werbung. Was soll ich noch machen? Jetzt schon Werbung. Ja, Mann. Ich habe gerade etwas für Lego erledigt, als ich die Bauanleitung für einen Lego Ferrari F40 in Originalgröße gefunden habe. Du willst Speed Champion werden? Dann bring mir ein paar Lego-Steine. Diese neuen Baustein-Herausforderungen sollten dabei helfen. Okay. Ich habe auch mit Lego-Technik rumgespielt. Dabei sind diese Bonuswürfel herausgekommen. Wenn du einen davon findest und ihn zerschlägst, solltest du einen Fähigkeitseinfluss-Boost erhalten. Oh, wie süß das Häuschen ist, Digga. Und so, hier abonniert Niklas, LSR, keine Ahnung, wie auch immer der heißt. Und, was? LSR, was? N? Plus? Was für Plus, Digga? NS? Was? Nein. N? Langsam nochmal, ich hab schon wieder vergessen, Digga. Was? N? Punkt? N? Punkt? LSR? Toll, ein Bonuswürfel. Schau dir das mal an. Ich habe Unterstrich? Sie so aufgebaut, dass sie sich selbst wieder zusammenbauen. Wer ist 6-8. So Leute, ihr habt gerade gesehen, diese komischen Häufchen da, diese Pyramiden, habe ich gerade umgefahren. Oh lol, das ist Sand. Die haben wir jetzt nämlich frei, weil wir das Häuschen da gebaut haben. Wie gesagt, guck mal, hier sind noch mehr von diesen komischen Dingern. Das habe ich jetzt überhört. Okay. Ich habe gehört, da fetzen den ganzen Tag die Autos auf. Ja, das. Und ich bin nicht eingeladen. Ja. Toll, Alter. Jetzt weiß ich nicht, wie ich die Endbegrüße. Na dann, ich komme doch zurück. Wir sprechen über die Details, während ich Musik auflege. Mein Gott, dieser Fehler ist mal bei einem Horizon 3 passiert. Da habe ich einfach. Kommt zu meiner neuen. Oder rein, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war eine sehr sinnlose, informationelle Quelle, sich dieses Video anzugucken. Aber wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch eine, positive Bewertung da. Damit wir auch noch die 92 Abonnenten schaffen. Die 91. Wow. Ja, positive. Wow. Die 91. Scheiße. Ihr könnt auch einen Kommentar schreiben, das ist ganz euch überlassen. Kann ich nicht, wie geht das? Ja, ja, da musst du wohl, glaub, deine Papa. Und das sieht da ganz gut aus. Nein. Warte. Das glaube ich bestimmt. Das sind wir gerne. Ja, gut, Leute, hau da rein. Hopp. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, du auch. Kleine Schweinenase, Alter. Jo. Na. Ja, ich mir, also ich weiß gar nicht, was ich sagen. Ciao.